willkommen zu einem neuen Vlog. Wupp, wupp. Ja, es ist schon ein bisschen her jetzt. Ich glaube, mein letzter Vlog war in der ersten Januarwoche. Aber das Ding war irgendwie, ich habe immer wieder gefilmt. Ich habe wirklich jede Woche gefilmt, aber es waren nie Sachen, wo ich mir dachte, muss man jetzt rausbringen. Also ich will ja auch nicht nur Videos rausbringen, nur um irgendwie Videos rauszubringen, sondern die sollen mir auch gefallen und irgendwie einen Sinn haben und irgendwie cool sein. Und deswegen habe ich die dann nicht gepostet, aber ich hoffe, diese Woche wird ein bisschen spannender. Und zwar gehen dieses Jahr und ich später ins Kino. Ich freue mich richtig. Wir wären eigentlich schon am Freitag gegangen, aber dann war sie dann krank. Und deswegen sind wir jetzt spontan heute gegangen. Also gehen. Genau, und ich habe noch einen Gutschein. Ich glaube, heute wird sich mal Popcorn gegönnt. Freue ich mich richtig drauf. Ich muss jetzt gerade noch Bestellungen fertig machen und dann gleich wegbringen und ja. Oh, you open up a dirty window. Naja, wir sind da. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns. Okay, warte, das ist mir kurz unangenehm. What I want to say is, ich habe den Trailer gesehen und ich fand den Trailer so schlecht und ich wollte eigentlich gar nicht rein. Ja. Oh, ich glaube, der Sound ist voll schlecht wegen dem Wind. Und dann ist dieser Hype ausgebrochen. Ich dachte so, Alter, was geht denn jetzt? Hat sie überzeugt. Die waren so, das ist der neue Rom-Com-Film. Ja. So. Der ist so gut wie Ten Things I Hate About You. Ja. Nein! How to Lose a Guy in 10 Days! Wir gehen jetzt rein. Excited! Wir sind wieder da! Ja! Also, was haben wir gesagt? 10 von 10. Es war toll. Es war wirklich toll. Ja, vielleicht so eine 9,75. Ja, ja. Aber ja. Ich finde, wie gesagt, man bestätigt den Hype. Ich war, weißt du, der Hype ist gerechtfertigt. Ja. Aber ich habe gesagt, weil viele sagen, das soll ja so der 90er-Movie sein. Ja. Finde ich nicht. Kannst du nicht vergleichen. Weil der Vibe ist aber anders heutzutage. Ja, aber ich fand den Humor, ja. Alter, die Leute. Der Humor war so gut. Nicht übertrieben, sondern so perfekt. Ja. Und die Geschichte und die Momente. Ja. The chemistry. The chemistry. Off and on. Yes. And the kissing scenes. Ja. Oh nee, war toll. War wirklich toll. Kannst du das Lied bitte anmachen? Also wir können es auch gleich anmachen. You don't need to ask me, no. Staring at the blank pages before you. Open up the dirty window. Release your inhibitions. Feel the rain on your. Good morning! Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so wach und motiviert bin. Ich gehe arbeiten, aber ja, es ist auf jeden Fall der nächste Tag. Wir haben Dienstag. Ich guck mal, ob ich euch hier gerade so hinstellen kann, ob ihr mich dann seht. Ja. Im Hintergrund ist auf jeden Fall sehr viel unordentlich. So ist das jetzt. Jedenfalls dachte ich, packen wir jetzt mal kurz meine Tasche zusammen. Ich mache mal kurz die Tür zu. Und zwar ist es heute so, dass wir beim Arbeiten, also eigentlich, ich arbeite mit ukrainischen Kindern zusammen. Und eigentlich haben wir zwei Gruppen immer, die jeweils 3 Stunden gehen. Allerdings haben wir heute eine Besprechung mit dem Stiftungsleiter sozusagen. Und dementsprechend fällt die eine Gruppe aus und vielleicht haben wir dann irgendwie schon ein bisschen früher Pause oder so. Deswegen nehme ich auf jeden Fall mein Buch mit, weil wir haben auch so immer schon eine Stunde Pause, was lang ist. Und mein iPad, falls ich in der Zeit kurz irgendwie in den Café gehe oder so. Dann hier wirklich süßeste Box. Jetzt ist sie ja mit so, hallo, kannst du mal fokussieren? Naja, jedenfalls ist es diese Box. Ah, genau. Und da ist Harry drauf und Little Woman. Und da drin habe ich jetzt immer so meine Lippenpflege und ein Haargummi und solche Sachen. Das habe ich dabei. Dann ein paar Periodenprodukte, ne, muss alles sein. Und mein Portemonnaie. Und ich suche die ganze Zeit meine Kopfhörer. Und ich finde sie nicht. Naja, anyways, das ist auch übrigens mein Outfit. Haha. Hey Friends, also ich bin jetzt vom Arbeiten zu Hause und sagen wir so, heute war ein bisschen wilder Tag. Jedenfalls ist es so, dass manchmal, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, muss man ein paar nicht ganz so leckere Sachen erledigen und heute war es soweit. Sowas habe ich vorher auch noch nicht erlebt, war super toll, ich habe mich drum gekümmert. Ja, dementsprechend war ich ein bisschen angeekelt heute. Ich muss tatsächlich den Rest der Woche nicht arbeiten, weil
die eine Kollegin, die krank war, ist jetzt wieder da und dementsprechend muss ich nicht mehr so viel einspringen. Ja, von daher mal gucken, was ich dann noch alles so anstelle den Rest der Woche. Aber ja, ich bin so müde, Leute. Ich bin so müde. Into the place I spot you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, flowers on your face. And then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Also es ist heute Freitag und es schüttet in Strömen draußen. Es ist so abnormal. Warte, ich zeig's euch. Es sieht gar nicht so krass aus, aber wirklich, es regnet so heftig. Aber naja, ich gehe jetzt gleich mit der Amy Kaffee trinken. Wir haben mittlerweile schon 3 Uhr gleich. Genau, gehen wir in so ein ganz gemütliches Café hier bei uns in der Nähe und gehen dann noch so ein paar Erledigungen zusammen machen. Ich muss zu dir, ich will nämlich ein paar Bilder ausdrucken. Ich habe mir nämlich letztes Jahr so ein richtig cutes Buch bestellt und es ist für Konzerte und da kann man halt alles eintragen und alles reinkleben und sowas und ich wollte es die ganze Zeit machen, ich hatte nie Zeit dafür. Ich habe von der Pauli letztes Jahr so ein Buch bekommen, wo man wirklich so Einträge machen kann zu Konzerten. Wartet. Genau, da kann man so Einträge machen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier gerade so gut sieht. Aber das habe ich heute gemacht und es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich habe generell noch so ein paar Sachen erledigt und so. Oh, die Amy fährt los, muss ich mich gleich ansehen. Und ich habe so Einladungen gemacht heute für Valentine's Day. Ich finde es richtig cute. Ich hatte sonst noch welche für einen Brunch gemacht. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Und ja, jetzt gehe ich Kaffee trinken. Heute fühle ich mich wie meine Mom. Und zwar, ich habe einen Pulli von meiner Mama an. Der ist so weich, ihr wisst nicht, wie weich der ist. Kennt ihr das, wenn eure Mamas einfach so die tollsten Klamotten auf der Welt haben? Und dann habe ich hier so meine Baggy-Hose an, die ich immer anhabe. Mein Brandy-Oberteil, was ich gefühlt auch immer anhabe. Und ja. Lost in a daze, also wie man sehen kann, die Jacke ist schon wieder an. Lulu und ich holen uns jetzt einen McSunday. Ja, oder einen McFlurry, was auch immer es wird. Aber das ist unser Ding. Ganz ungesund, aber muss sein. Die Lulu, die hatte nämlich heute so einen Ausflug. Und die ist jetzt gerade zurückgekommen. Sie war so, wollen wir hinfahren? Und ich war so, klar. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Jetzt stelle ich mir so eine Brille vor. Weißt du, kennst du diese Videos? Nein, diese Brillen, die sind so auf. Und dann so runterfällt. Ja. Will ich McFlurry oder McSunday? Weiß ich nicht. Oh, sag doch nicht. Ja, ich nehme McSunday. Ich nehme McFlurry. Hallo, ich hätte gern einen McSunday mit Schokosauce. Und einen McFlurry mit Schokosauce und Oreos. So, eine Pommes hätte ich auch noch gern. Aber nur eine. Wie? Ich bin gestresst, ey. Tschüss, danke. Alter, wenn das an Schokosauce war, ne? Ja, bei mir ist auch, also bei mir ist ja gar nichts. Vor allem, oh, guck mal hier. Boah, ich habe jetzt auch Angst vor Salmonellen, ne? Quatsch. Nee, nichts Quatsch. Ja, wirklich mit Soße, aber wenig. Hast du gekleckert? Ich habe ein Oreo gehört. Doch nicht. Hä, Lulu, bei mir ist nichts an Soße. Unten? Ja, nee. Da komme ich gar nicht hin, weil es so flüssig ist. Oh, das ist ein echt leckeres. Was ist das denn heute? Heute Scheiße. Heute Scheiße. Scheiße hab ich gemacht. Hallo. Also ich bearbeite gerade das Video. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja hier gar kein Schlusswort gegeben. Ich glaube, das letzte war ja, dass ich mit der Lulu Eis essen war. Was übrigens sehr amüsant war, so wie es immer ist. Die Lulu und ich, wir teilen wirklich eine Gehirnzelle. Also wirklich auch nur eine. Aber es war sehr amüsant. Und ansonsten, ich hatte eigentlich immer mal wieder was gefilmt, aber es war dann so wenig, weil ich hatte
Mittwoch und Donnerstag ging es mir nicht ganz so super. Aufgrund von Periodenbeschwerden, ne? Man kennt's. Dementsprechend waren die beiden Tage dann auch nicht so spannend. Und ja, jetzt ist heute Sonntag. Gestern habe ich auch nicht gefilmt. Ich weiß auch gar nicht warum, weil gestern und heute waren die schönsten Tage, die ich seit langem hatte, weil so gutes Wetter war. Also ich bin gestern Morgen bin ich spazieren gegangen, um gefühlt halb acht, nicht mal gefühlt, sondern wirklich um halb acht morgens, weil das Wetter so schön war und ach, ist toll, die Sonne scheint auch hier gerade wunderbar. Und heute Abend gehen wir in Mean Girls. Ich freue mich richtig, richtig doll auf den Film schon die ganze Zeit, weil wirklich ich bin größter, okay, ich will mich nicht so betiteln, aber ich bin ein sehr, 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 sehr großer Renee Rapp Fan und ich sehe sie auch in 3 Wochen. Ich kann nicht, ach, meine Brille. Da gehe ich nämlich aufs Konzert von ihr und ach, ich kann nicht abwarten. Und sie jetzt heute auf so einem großen Bildschirm zu sehen, oh, ich bin richtig excited. Und dann ist ja auch Chris Briney dabei, also der den Conrad spielt. Ich weiß nicht genau. Also Conrad von The Summer I Turned Pretty, den ich ja auch so gerne mag und generell so gute Schauspieler. Ich freue mich einfach sehr darauf. Das kommt jetzt nicht mehr in den Vlog, weil der Vlog wird davor noch gepostet. Aber ja, vielleicht erzähle ich im nächsten davon. Und genau, von daher wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine ganz tolle Woche oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich hoffe sehr, dass nächste Woche auch wieder eins rauskommt. Also ein Vlog, ein Video, wie auch immer. Und ja, von daher sag ich so, bis zum nächsten Mal.